Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten, für alle mit dem Sternzeichen Stier oder Aszendent Stier, Mondzeichen Stier oder Venus Stier. Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, du liebe Seele, ja dann hallo und herzlich willkommen. Ich heiße dich heute welcome, welcome. Ja, es geht um ein Frühlingsreading. Ja? Es geht darum, was erwartet dich im Frühling 2024, jetzt für den März, April, Mai, für die nächsten 3 Monate ab dem Zeitpunkt, wo du das Video anschaust. Ich drehe es jetzt zum Ende Mai, also bis zum Ende, Ende März, bis zum Ende Mai dann, ne? Okay. Nimm das mit, was mit dir resoniert und lass den Rest einfach weiterziehen. Natürlich kannst du auch eine persönliche Legung bei mir buchen. Unten in der Infobox ist meine Webseite. Darüber kannst du mit mir in Kontakt treten oder auch direkt schon buchen. Wenn du den Ruf spürst, jetzt am 8. April dabei zu sein, zu der neuen Runde von Manifestiere dich neu, meinem Online-Kurs. Das geht 5 Wochen. Ich begleite dich durch 5 Module gemeinsam. Du hast eine persönliche Sitzung auch noch bei mir, wo ich an deinem Energiekörper hier eine energetische Heilbehandlung durchführen werde, sowie auch eine Tarotkartenlegung bei dir durchführen würde. Genau. Unten in der Infobox findest du auch alle Informationen darüber und ich freue mich da auch, wenn du teilnimmst. Maximal auf 8 Teilnehmer begrenzt. Wir fangen jetzt an. Zwei der Stäbe und wir haben den Stern. Sehr schöne Energie für meinen Stierherzen, der Frühling. Was hält der Frühling für Sie bereit? 8 der Schwerter. Es gibt hier eine Situation, die dich im Frühling mental herausfordert. Ich sehe auch, dass du hier sehr gewachsen bist, hohe Priesterin. Genau, es gibt eine Situation, wo deine Intuition gefragt ist, wie so ein kleiner Test hier im Frühling, was ich hier wahrnehmen darf. Aber ich sehe, dass du wirklich über dich schon hinausgewachsen bist, auch hier mit 2 der Stäbe. Ja, du hast einfach dich weiterentwickelt und du bist auch bereit, immer weiterzugehen. 2-2 könntest du öfters sehen. Und wir haben der Magier. Also, für euch, meine lieben Stierherzen, spüre ich hier einfach in den nächsten 3 Monaten, im Frühling hier, eine Thematik, die definitiv hier dein Vorankommen darstellt. Also, ihr habt einen Wunsch, eine Manifestation, ein großes Ziel, ein etwas größeres Ziel mit der Sternenkarte hier, wo ich sehe, wo ihr hier weiter vorankommt. Ja, und das Einzige, was euch hier so ein bisschen hindert, ist eigentlich so deine Illusion drumherum, die Ausreden und die Geschichten, die du drumherum erfindest, warum das nicht klappen kann. Das ist hier so ein bisschen, was ich spüre, was die Thematik ist. Für mich ist auch immer so, mit der Sternenkarte und dem Magier, also es ist halt etwas, wo du, sag ich mal, große Hoffnung, dein Wunsch, es hat sich schon einiges manifestiert, aber du willst irgendwie noch, ich will nicht sagen mehr, aber du bist bereit für das nächste Upgrade. Ja, so ist es, wie ich es empfinde hier. Und auch spüre ich allgemein mit der Hohen Priesterin, mit der Sternenkarte, mit den 2 der Stäben, mit dem Magier, im Frühling wird so, ich spüre, im Frühling ist dieses, wie kann ich es euch beschreiben, dieses, so wie Feenstaub, kann man das so sagen, hat es aber nicht, wie ich es meine. Doch so Feenstaub, Glitzer, dieses Magische, ja, dieses Extra, das ist so, was ich bei euch hier spüre, was im Frühling hier auf dich zukommen möchte. Für einige sehe ich, ihr geht hier einen Vertrag ein, hier auch beruflich könnte eine Veränderung reinkommen.
allgemein spüre ich hier einfach ein Wachstum. Es kommt der nächste Upgrade hier auf dich zu. Macht es dir nicht selber schlecht hier mit deinen eigenen selbstlimitierenden Geschichten, die du über dich selbst hier erzählst. Warum du nicht gut genug dafür und jenes bist. Also das ist wie so ein eigener Test. Deine Intuition weist dich darauf hin. Deswegen auch nochmal hier im Frühling. Höre genau zu, geh in die Verbindung mit deinem spirituellen Reich, weil da liegt die Magie. Ja, die flüstern dir was zu, also dieses, was ich hier spüre. Sei bereit, das zu empfangen. Hinten im Deck haben wir einfach die 3 der Schwerter. Und da ist einfach, da drunter liegt halt noch so, vielleicht erzählst du dir die Geschichten, weil jemand dir, weil da so eine Emotion drunter liegt, ne? Traurigkeit, ja, eine gefangene Traurigkeit, die hier zum Vorschein kommen möchte. Warum bist du nicht gut genug dafür? Weil vielleicht dein Vater, deine Mutter das und jenes zu dir in der Kindheit gesagt haben. Deswegen hast du jetzt hier die überzeugende Geschichte von dir selber. Ich bin ja zu dumm oder ich bin ja zu faul, um das und jenes hinzubekommen. Obala. Ja, das ist so ein bisschen hier, was ich hier spüre. Ich sehe hier, du löst hier etwas. Also ich will nicht vorausgreifen, weil es kommt ja drauf an. Ihr habt einen freien Willen, ob ihr das lösen wollt oder nicht, ob ihr es erkennt oder nicht. Okay? Weil nicht, dass man mich irgendwie so festnagelt. Aber du hast gesagt, Leute, es liegt hier auch an euch. Ich kann eure Energien lesen, ich kann sehen, was ihr zu tun habt, um XY zu erreichen. Ich kann sehen, wenn irgendein Vertrag schon so richtig, das gehört zu deinem Seelenvertrag, dann sehe ich auch gewisse Dinge. Aber alles, was zu deinem freien Willen gehört, wo du frei Schnauze entscheiden darfst, kann sich ja von deinen Entscheidungen verändern. Deswegen, wir wollen ja alle unseren freien Willen so haben, ne? Also bitte, wenn du nicht bereit bist, diese Emotion aufzulösen oder da an dir zu arbeiten, und dann gibt es auch, das ist auch mal wieder furchtbar, wo ich mir sage, Vorsicht. Man sagt, oh, ich habe doch das schon gemacht. Und wenn ein Thema nochmal kommt, heißt es nicht, dass du nicht die erste Schicht gelöst hast, aber da ist noch was. Muss man tiefer gucken. Okay, das ist sehr schön. Aber ich spüre hier echt, mein lieben Stierherzen, dass ihr da schon tiefer schauen möchtet. Also ja. Das, was ich will. Ich hier einige spüre von meinen Special Ones, sage ich es mal so. Brauche ich hier noch, was gibt es noch in meinem lieben Stierherz? Ich habe das Gefühl, da möchte noch was rauskommen. Ja, allgemein jetzt im Frühling sehe ich hier auch, vergiss nicht, wenn du hier viel beschäftigt bist, dir Zeit für deine Liebsten zu nehmen. Verbindungen, das, was ich gesagt habe, Verbindungen zum spirituellen Reich, Verbindungen zu deinen Liebsten. Das sollte der Fokus jetzt für den Frühling sein. Deine Liebsten, wenn du Kinder hast, dann deine Kinder, dein Mann. Wenn du noch jung bist und noch bei deinen Eltern wohnst, Geschwister hast, dann halt die Verbindungen zu deinen Nahestehendsten. Da genauer zu gucken. Und vielleicht gibt es da auch eine Thematik oder eine Geschichte, die darunter liegt, die mit einer Emotion hier auch verknüpft ist, die jetzt hier gesehen werden möchte. Öffne dich einfach dafür. Allgemein sehe ich wirklich hier schöne Zeiten im Frühling, die auf dich zukommen, hier mit deinen Liebsten. Deswegen, diese Zeit wirst du sonst verpassen, aus der Kelche, wo dein Herz aufgehen wird. Ich sehe auch, du wirst mehr rausgehen im Frühling, mehr hier unternehmen, mehr Leichtigkeit auch wieder hier spüren im Frühling, ja? Dich austauschen mit Freunden, Familien, also Verbindungen. Ich spüre hier mehr Kontakte, mehr wieder in Verbindungen sein. Stier, was für eine schöne Energie hier bei euch. Ja? Hoppala. Die Tür zur Romanze. Ulala. Für einige, es gibt hier jemanden, der wieder klopf, klopf an deine Tür klopft. Ist einfach so, weil ich hier 3 der Kelche habe und die Tür zur Romanze. Es könnte hier eine neue Richtung, Abenteuerrichtung hier, romantische Richtung wieder neu einschlagen. Wir haben Anxiety, das sind diese 8 der Schwerter. Du machst dir zu viele Gedanken, du stresst dich innerlich selber, zu angespannt, durchdenkst immer wieder eine Situation. Das ist ein bisschen, was ich hier spüre. Und hier öffnet sich nicht nur die Tür zur Romanze, hier öffnet sich die Tür zum Cash. Also es kommt hier auch Geld rein. Also 3 Türen sind hier geöffnet. Ich habe auch das Gefühl, jeder wählt hier seine eigene Tür, weil mit der Sternenkarte, mit dem Magier, jeder ist sein Glück. Einige wollen das Glück hier in die Liebe,
ja, die Tür zur Romanze, ja, und die Tür zum Wert, zum Geld, Money, Geldweg, Money Moves, und die Tür hier zum persönlichen Heilung, persönlichen Glück. Choose, 1, 2 oder 3. Ja. Sehr schön. Also ich freue mich für euch. Der Frühling hat hier viel im Petto. Stier. Bleibe offen, bleibe flexibel. Vielleicht eventuell ist es auch nochmal, um hier aus deinem Kopf rauszukommen, geh in deinen Körper, also ein bisschen mehr Sport, Bewegung in deinen Alltag einbringen. Aber ich sehe, da gibt es irgendwie eine kleine, bleib flexibel. Wenn du dachtest, der Tag verläuft so und dann irgendwie verläuft der Tag doch anders, bleib einfach flexibel, fließ mit dem Tag. Und hinten im Deck haben wir eine glückliche Fügung. Also es liegt Magie in der Luft jetzt hier im Frühling. Magische, wunderbare Momente kommen auf dich zu. Das war auch das mit diesem Feenstaub, mit diesem Sprinkle, Sprinkle, ne? Das ist ein bisschen, was ich hier gespürt habe. Okay, was gibt's noch für meine lieben Stierherzen? Joy, tanze mehr, mehr Bewegung, mehr Freude, mehr in deinem Körper, raus aus den Ängsten, aus den Sorgen, rein in die Sonne, in den Tanz, okay, und so weiter. Und wir haben hier Vanity, und zwar hier auch, das ist ein bisschen, was ich spüre, eventuell wirst du hier auch ein bisschen so, du hast die Qual der Wahl vom spirituellen Reich, weil wir haben hier 3 Türen. Für einige ist auf die, also jeder hat hier 2 Optionen, ist das, was ich spüre. Ich sehe 3 Dinge. Wähle. Du darfst hier wählen. Wenn auch diese Karte hier rauskommt, Vanity, das ist immer so, du darfst schon dankbar sein für das, was du hier hast. Klar, sagst du dir, ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein möchte. Und das ist auch in Ordnung, aber ist es jetzt so schlimm, wo du gerade stehst? Kann man da nicht schon jetzt glücklich sein und die Freude dafür spüren? Das ist so ein bisschen hier. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber das ist immer so eine Karte. Man ist die Karte des, ich würde nicht sagen gierig. Ja, immer mehr, immer weiter, immer mehr, mehr, mehr. Und dann nicht zu erkennen, wie viel man eigentlich schon hat. Und dafür auch schon dankbar zu sein. Ja, so dieses, verfall nicht in diese Undankbarkeit oder diese, in einer Art von Gier, dass es irgendwie nicht genug ist und du brauchst mehr und du willst mehr und mehr Macht, mehr Geld, mehr Liebe, mehr Ansehen, mehr dies, mehr das. Fokussier dich hier wirklich auf die Verbindungen und auf die Freude. Spüre mehr Freude, dass es hier so ein bisschen was durchkommt. Ja, hab mehr Freude, sei mehr dankbar. So eine schöne Energie für euch, meine lieben Stierherzen. Stier, Stier, Stier. Düngen. Ja, wir haben hier das Frühlingsorakel, wir haben Düngen. Essen ist nicht das Einzige, was dich nährt. Achte darauf, womit du deine Seele versorgst. Genau. Was gibt dir Freude? Was ist für dich die Seelennahrung? Es ist Tanzen, es ist Yoga, es ist Sport, ja, was auch immer. Deine Seele nährt sich nach etwas. Vergiss sie nicht zu versorgen. Stier. Was hält der Frühling für meine lieben Stierherzen bereit? Manifestation. Also manifestieren, Manifestation, das möchte ich hier eintreten. Habe aber noch ein wenig Geduld, weil ich sehe, es ist hier die Blockade. Wenn 8 der Schwerter mal für mich durchkommt, ist es immer eine Form von Blockade, etwas Selbstlimitierendes, wo du dich zurückhältst. Aber auch zum einen nicht zu erkennen, wie wertvoll du bist, wie wertvoll das ist, was du um dich herum hast,
Warum willst du mehr? Warum muss erst die Manifestation reinkommen, damit du dich irgendwie in einer gewissen Art und Weise fühlen kannst? Ja, jetzt bin ich wertvoll genug, weil jetzt besitze ich den Lamborghini als Beispiel. Ja, oder jetzt bin ich wertvoll genug. Jetzt sind meine Eltern zufrieden mit dem, weil ich das Haus jetzt bekommen habe, weil ich das Haus gekauft habe. Was weiß ich, was man sich selber für Anforderungen stellt oder auch hier mit den 8 der Schwertern so. Das setzt dich doch unter Stress. Also ist das wirklich, was du willst? Brauchst du das, um ein Gefühl zu erlangen? Das Gefühl ist doch schon in dir. Du musst nur noch Zugang zu diesem Gefühl finden. Das ist der Schlüssel. Nicht erst die Sache bekommen und dann kriegst du das Gefühl. Weil du wirst das Gefühl nicht halten können. Ich kann hier nur an dieser Stelle wirklich den Manifestationskurs bei mir empfehlen. Wow, genau solche, deswegen es geht um langfristiges Manifestieren, nicht das schnelle, oberflächliche Manifestieren, sondern wirklich langfristig und dass du es immer wieder selber tun kannst. Patience, deswegen hier Geduld, habe Geduld. Du wirst hier getestet. Ich sehe einen Test. Auch auf deine Finanzen, finanzielles, ob du da finanziell, wie du gehst du mit deinen Finanzen um, bist du da diszipliniert oder machst du, wenn da mehr reinkommt. Das ist sicher ein Test. Stier. Die nächsten 3 Monate. Was sollten meine lieben Stierherzen jetzt wissen? Hello. So, da haben wir die Karte. Die Natur ruft nach dir. Sie will dich mit ihrer Heilkraft berühren, erfüllen und behüten. Geh raus in die Natur, geh mit deinen Liebsten für einen Spaziergang, verbringe mehr Zeit draußen, nicht drinnen, in geschlossenen Räumen. Die Natur ruft nach dir, mein lieber Stier. Das ist auch ein Erdzeichen, ganz, ganz wichtig. Wenn die Natur ruft, musst du gehen. Das ist, was dich auch aus dieser Anxiety, aus diesen Ängsten, Sorgen, Stress, Gedankenkarusselle rausbringt. Das ist so viel. Mit dem Stierherzen. Sorry, ich habe alles zurückgemacht, aber Dankeschön. Heilige Liebe. Oh mein Gott, was ist die heilige Liebe? Was ist sie? Die Verbundenheit, diese Liebe, die du in dir spürst zu deinem spirituellen Reich, zu Gott, zu dem Schöpfer, Allah, Universum, welches Bezeichnung du benutzen möchtest, eine ganz tiefe Herz-zu-Herz-Verbindungen, heilige Liebe zu empfinden, sich geliebt zu fühlen, aber allgemein zu lieben, bedingungslos. Was ist für dich heilige Liebe? Ich habe das Gefühl, du wirst hier mit diesem Gefühl, mit dieser Verbundenheit, ja, dein Herz wird sich dadurch, diese Verbindung wird sich dadurch stärken zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, zu deinem spirituellen Reich, wenn du es zulassen tust. Ja? Wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen und zu handeln dementsprechend. Stier. One. Oh my goodness. Okay. Sehr schön. Wir haben hier Seelenpartner. Werde dir selbst zu deinem eigenen besten Seelenfreund und Partner. Stärke die Verbindung zu dir und die Verbindung zu deinen anderen Menschen wird noch sich intensivieren. Okay? Und wir haben hier die Gnade. Öffne dich für Liebe und Mitgefühl und erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön. Hat mich gerade selber berührt. Ja? Habe Gnade mit dir selbst. Sei nicht so hart an dir, auf dir, zu dir. Ich weiß nicht, warum ich heute so bin. Entschuldigt. Okay, dann haben wir mein Goofy-Deck. Vergessen, wie es heißt. Ah, ich glaube, The Naughty Oracle. Okay, wir schauen mal rein. Für meine lieben Stierherzen, was gibt es hier?
Was gibt es hier? Hat halt schon seinen eigenen Humor. Ja. Sehen wir, dein Kopf wird hier mit einem Regenschirm zurückgezogen zu der Sonne. Ja? Raus aus diesen Gewitterwolken in deinem Kopf und rein in diese Sonnenblumen-Achterbahnfahrt in deinem Kopf. Ja, pull your head in. Zieh den Kopf ein. Zeige mir Mitgefühl und Dankbarkeit. Nicht alles ist schlecht. Zeige einfach mehr Mitgefühl und Dankbarkeit in deinem Leben. Ich habe das Gefühl, da ist eine kleine Frustration momentan. Und schwuppsiwupps werden die nächsten 3 Monate voller magischer Momente. Okay, dann haben wir noch im Angesicht der Liebe werden alle Ängste vertrieben. Das passt ja hier auch, ne? Im Angesicht der Liebe werden alle Ängste vertrieben. Die Abwesenheit von Liebe ist Angst. Was habe ich gesagt? Die Abwesenheit von Angst ist Liebe. Okay, Stier. Noch eine letzte Karte. Was hält der Frühling noch hier im Petto? Was sollten meine lieben Stierherzen jetzt erfahren? Okay, dann haben wir einmal hier Connect with the Earth. Verbinde dich mit der Natur, verbinde dich mit Erde, mit der Erde, mit Mama Gaia, Mutter Natur, indem du vielleicht auch rausgehst, mehr hier eine Verbindung auch zur Natur, eine Herz-zu-Herz-Verbindung mit der Natur, kommuniziere, wenn du draußen bist, mit der Natur, ja? Und dann haben wir hier Chanting. Für einige nutzt deine Stimme. Also Chanting ist eigentlich so wie Singen oder dieses auch Mantras. Aber ich spüre einfach, arbeite mehr mit deinem Halschakra. Versuch mal einen Ton zu halten. Allgemein, achte auf die Art und Weise, wie du sprichst. Sprichst du zu laut? Sprichst du zu laut? Zu leise? Zu schnell? Arbeite hier mit deiner Stimme. Spiele mit deiner Stimme. Versuch mal ein bisschen... Was kann deine Stimme noch hergeben? Das sind so die Sachen, die ich hier ein bisschen spüre. Okay, wow, das war eure Legung, meine lieben Stierherzen. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt mir Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu lesen und wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.